I'm a fireball. Damit kommen wir zum letzten Einzelfinale des heutigen Abschnitts. Über 100 Meter lagen der Damen. The last individual final for today's section. 100 Meters individual medley female. Die sechs Finalistinnen darf ich Ihnen vorstellen. Auf der Bahn 1, Vorlaufzeit 1 Minute 5,89 Sekunden. Von den Schwimm- und Sportfreunden Bonn, Rebecca Dani. Auf der Bahn 2 vom SV Würzburg 05, 1 Minute 5,43 im Vorlauf, Leonie Antonia Beck. Bahn 3 für die Stadtwerke München startet in der schnellsten Vorlaufzeit von 1:04,88, Julia Titze. Auf der Bahn 4 SG Essen, Vorlaufzeit 1 Minute 4,89, Delen Goll. Auf der Bahn 5 startet für die SG Stadtwerke München Vorlaufzeit 1:05,85 Anna Metzler. Und auf der Bahn 6 für den SV Würzburg 05 Vorlaufzeit 1 Minute 06,07 Pascal Freisleben. Auch hier haben wir einen uralten Meeting-Rekord aus dem Jahr 2008 von Olga Klutschnikova aus Russland in 1:01,87. Diejenigen, die ja schon länger dabei sind, die wissen, dass ich mich jedes Jahr wiederhole. Die kam damals auf dem Weg zu den Kurzbahn-Weltmeisterschaften hier hin und hat hier schnell mal die 1:01,87 hingelegt. War auch hinterher ziemlich erfolgreich bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften. So, hier auf der Bahn 2, Leonie Antonia Beck, vor Julia Titze. So, nach der Bruststrecke ist die Julia Titze vorn, wenn ich das richtig gesehen habe. Leonie Antonia Beck, die zieht nochmal richtig einen ab. Schönes Rennen. 1:03. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen zur Siegerehrung über 100 Meter lang der Damen Victory Ceremony 100 Meters Individual Medley Female. Die Siegerehrung wird durchgeführt, wenn er denn gleich mal hier einläuft. Ja, da kommt er schon. Jürgen Schnürle, stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Schwimmen bei den Schwimm- und Sportfreunden Bonn. So heißt es, glaube ich, offiziell. So, das ist, glaube ich, länger als die gesamte Siegerehrung insgesamt. Deswegen starten wir mal mit Platz 6. Vom SV Würzburg 05 in 1:07,27 angeschlagen. Pascal Freisleben. Auf dem 5. Platz von der SG Stadtwerke München in 1:06,49 Anna Metzler. Platz 4 geht an die Schwimm- und Sportfreunde Bonn in 1:05,59 an Rebecca Dani. D6
die Bronzemedaille in einer Minute 04,59 geht an die SG Stadtwerke München, an Julia Titze. Silber. Er schwamm sich in einer Minute 4,46 Sekunden von der SG Essen, Delen Goll. Und die schnellste über die 100 lagen schwamm eine Minute 3,63 Sekunden und kommt vom SV Würzburg 05, Leonie Antonia Beck. So, das war ein gekonnter Bodycheck, aber nur ein kleiner Jürgen. Jetzt geht's gleich weiter mit den Herren.